Das heißt, auch an die lieben Leute von YouTube, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße euch recht herzlich. Wir machen das heute, beziehungsweise die ganzen Runden, die praktisch jetzt bis Platin 1 gespielt werden müssen, werde ich mit Draft aufnehmen, damit ihr so ein bisschen die Entscheidung dahinter verstehen könnt, die da so abgelaufen sind. Zunächst einmal bannen. Ich banne das Übliche. Ich banne Morgana. Ist klar. Sebastian, ich grüße dich. Dann werfen wir den Stift weg. Gucken wir mal, was wir sonst so alles haben möchten. Wer auf YouTube jetzt das Ganze guckt, der kann gerne dann in die Beschreibung gucken. Da packe ich euch die Timestamps mit rein, bis wo ihr vorspulen müsst, damit ihr praktisch direkt zum Spiel kommt. Und von dem her, ja, werdet ihr dann praktisch die Timestamps finden, damit ihr direkt vorkommt. Da. Und hier habt ihr schon das erste, was praktisch in dieser Elo einfach nur so hirnrissig ist. Can someone dodge, please? I'm in my promo and my ping is so fucking high. Also, er möchte zwar seine Promo hier spielen, aber sein Ping ist super hoch, ja? Und jemand anders soll für ihn dodgen, weil er selber in der Promo ist. Also, Halleluja und super, was für Leute man hier hat. Aber gut. Ich bin es eigentlich hier gar nicht mehr anders gewohnt. Und das ist halt echt traurig, dass man sagen muss, man kommt als Smurf, wie jetzt Marco und ich, wunderbar durch das alles durch. Aber sobald man in Richtung Diamond 5 kommt, wo man weder mit seinem spielerischen Ding weiterkommt, noch in irgendeiner Art und Weise mit Meta, weil Meta-Taktiken funktionieren hier einfach nicht. Weil man sich anfangs das Spiel schon fragt, was wurde hier zusammengepickt. Dann ist das doch alles ein klein bisschen sad. So, wir nehmen die Runde zu. Warum nehme ich hier Rakan? Fragt ihr euch vielleicht? Ach, hier rüber. Die haben eine Zoe. Eine Zoe ist super leicht vorherzusehen, wo sie sich hin positionieren wird. Von dem her kann ich auf sie einfach immer meinen Engage landen. Und selbst wenn ich das Ganze mal misplay und sie nicht hundertprozentig treffe, dann wird sie wahrscheinlich mit ihrer Ultimate dodgen wollen. Und dementsprechend kommt sie aber dann direkt wieder an den Punkt, wo ich dann eh schon stehe und auf sie warte und der Taunt kommt dementsprechend durch. Also hier im Prinzip den Pick einfach nur deswegen gewählt, weil ich damit die Zoe komplett shutdown kann. Und selbst wenn ich dann später mal Level 4, 5 vielleicht losziehe und das Ganze dann in irgendeiner Art und Weise in der Mitte ganken möchte, habe ich trotzdem den Vorteil, dass ich halt genau weiß, wo sie ist. Jo. Das ist der Plan hinter dem Rakan. Und Rakan ist jetzt eigentlich in 8.11 ein klein bisschen geschwächter unterwegs, aber nichtsdestotrotz immer noch ein sehr starker Pick, da man mit ihm einfach das Ganze in die Hand nehmen kann. Man muss halt in der Laning-Phase so ein klein bisschen aufpassen, dass man nicht zu hart overextendet etc. Aber dann kann man das Ganze auch ganz gut eigentlich runterspielen mit den üblichen Möglichkeiten, die er so hat. Gut, damit, wie gesagt, Timestamp habt ihr sowieso unten in der Beschreibung und wer bis hierher durchgeguckt hat, viel Spaß beim Game. Yeah. Ja, wir haben schon wieder eine autistische Evelyn, die einfach nur noch am Pingen ist, weil man nicht sofort zu ihr rüberkommt. Aber hilft nichts. Ich habe mich erstmal für die Q entschieden. Wir sind hier gegen einen Draven in der Lane. Also wir können da vermutlich schon sicher poken, weil wir einfach wissen, wo seine Axt hinfliegt. Dann haben wir noch einen Pike da als Gegner. Ist halt nicht so angenehm, deswegen den Fokus eher auf den Draven setzen. Aber wir wollen im Prinzip ihn erstmal downbringen, bevor wir irgendwas anderes versuchen. Das war schön. Das war ein schöner Poke. Uah. Kurz nochmal hier abgebrochen. Wir haben dieses Minion hier praktisch als unser Schutzminion. Ja, wir müssen hier komplett committen. Das ist gerade unfassbar schön gelaufen, weil einfach sich der Skarner dafür entschieden hat, nicht zu committen. Der hätte einfach drauflaufen müssen und einen von uns beiden halt im Prinzip fokussen. Dann wäre das alles in Ordnung gewesen. Er geht mal kurz raus, versucht sich da hochzuhalten über seine Passive. Ist okay. Aber wir haben jetzt erstmal den Draven rausgebracht. Das ist schon mal schön. Ja, ich möchte eigentlich im Prinzip baiten, dass er in irgendeiner Art und Weise seine Q castet. Da machen wir mal kurz nichts. Gehen zurück. Ernsthaft? Halbes Leben auf der Zoe. So, was darf halt nicht passieren. Erstmal Boots kaufen und noch ein Control Ward. Im Prinzip jetzt nichts, was wirklich uns viel in der Lane bringt, aber ich glaube einfach durch Mobility kann man den Engage von dem Pike durchaus ein oder andere Mal unterbinden, einfach nur damit man ihn outrunnt. Und uns hilft ja auch unsere Movement-Geschwindigkeit auf der W für einen
offensiveren Engage, beziehungsweise für einen schnelleren Engage. Mal kurz ein klein bisschen im Auge behalten, aber ich glaube, ich kriege die XP. Ah, sehr schön. Die Minions halten sich gerade so nach draußen. Na, und da gleich wieder dran poken. Das ist halt das Entspannte hier, im Prinzip. Okay. Oh, schade. Schade, schade. Den Board packen wir mal noch hin. Darf sie sich natürlich nehmen. Wieder den Draven gekillt. Passt schon. Also ich meine, es ist unfassbar wertvoll, einen Draven in der Lane rauszukriegen. Es war jetzt hier nicht unbedingt gefährlich, denn der Pike hat mich gefokust. Der Lucian wurde von dem Draven gefokust. Das heißt Split-Focus und damit gewinnt man dann in den meisten Fällen halt ED-Trades. Aiming 10 von 10. Und damit kann ich jetzt prinzipiell losziehen und mir halt zum Beispiel das Gold hier gönnen. Oder ich kann dann versuchen, die Mitte zu ganken, wie ich es eben vorhin geplant habe. Wir sehen auch hier, na, der Yasuo, der ist unter Druck. Und wir sind dann da gleich mit dabei. Er flasht weg, dann müssen wir nichts machen. Aber gut, wir waren zumindest mal da. Wir haben ja sowieso die Zeit hier nicht wirklich nutzen können. Gegen die beiden möchte ich nicht so unbedingt solo auf der Lane bleiben. Also ein Roam hier war definitiv das Richtige. Jetzt geht Pike zurück. Ist gut, das ist gut. Das heißt, ich kann prinzipiell eigentlich den Draven solo irgendwie bedrohen, muss ich aber hier gar nicht. Ich halte die Wave mal noch ein kleines Stück weiter draußen, damit da nicht allzu viel passiert. Der Lucian auf jeden Fall hier seine Nahkampf-Minions bekommt. Und jetzt können wir hier den Draven eigentlich fokussen. Wurde gerade die Pflanze ausgelöst, dann warden wir direkt danach. Schade. Das heißt, Skarner ist schon wieder Botside unterwegs. Frage mich, wieso der so einen harten Fokus auf uns legt, nachdem wir halt eh schon ahead sind. Oh, dieser Draven. Heilige Mutter Gottes. First time gefühlt. Warum sollte man mit seinem Disengage Spell, also seinem Knockback, da die Minions clearen wollen? So hart eine Bedrohung war er jetzt halt auch wieder nicht. Alles klar. Er kriegt Vision, er hat Targons, das heißt, so viel Schaden ist da theoretischerweise nicht vorhanden. Ja, das ist schon Schaden, ne, weil er ein bisschen seine Lebensverwertung in AD hat, aber Pike ist dann alles in allem nicht so gefährlich. Erstmal ihn ein bisschen triggern. Von ihm zwei Spells, von mir halt im Prinzip nur einen. Oh, das tat weh. Das tat tatsächlich weh. So rum. So. Ich weiß nicht, also dieser Draven, der ist schon ein klein bisschen seltsam. Ist relativ easy, dass man halt den rausfokust. Ein Draven, der praktisch jetzt dreimal in der Länge gestorben ist. Entweder tiltet der komplett zum Mond. Oder, was natürlich auch sein kann, ist, dass er im Prinzip das ganze Spiel über nichts mehr macht. Ich hatte vorhin einen Draven in der Lane, danke, der dann Ghostblade gekauft hat, nachdem er 2-2 stand. Keine gute Idee, sollte man sich nicht gönnen. Hier kriegen wir ein bisschen Kohle. Das war auch nicht gut, ich ziehe mich da wieder raus. Leider kann ich hier nicht mehr viel machen. Vermutlich wird er von drüben kommen. Boah, ich werde da nicht rauskommen. Oder? Puh. Okay, doch rausgekommen. Eieiei. Okay, wunderbar. Rausgekommen, aber war natürlich nicht schön. They want us in cages. We refuse. Oh Gott, ich grüße dich. Wir sind hier gerade in der Aufnahme, also nicht wundern, wenn ich nicht so drauf reagiere. Man muss halt schon sagen, die Evelynn, die macht es hier richtig. Ja, die fokust einfach die Botlane raus. Und dann passt es im Endeffekt. Man, klar, der Yasuo, der intet gegen die Zoe. Zoe wird da ein Problem. Aber dadurch, dass wir halt hier unten die Pressure halten, da
Ich sehe kein Problem darin, dass wir das Spiel darüber spielen können. Er geht auf den Blade of the Rune King, ist natürlich auch ein super Item jetzt wieder geworden für den Lucian. Er hat nicht nur Sustain, sondern er kann auch die Plays machen. Und gleichermaßen ist das Item auch billiger geworden. Das ist auch der Grund, warum Lucian überhaupt wieder so stark in die Meta gekommen ist. Seine Items wurden billiger. Simpel, wie es ist. Könntest du bitte noch das machen? Danke. So, dann sind wir mal ein bisschen zurück. Wir müssen jetzt hier nicht overextenden. No. Wir wissen, dass der Skarner gerade da ist. Ich würde mir wünschen, dass er da bleibt. Ich würde mir echt wünschen, dass er da bleibt. Tut er aber tatsächlich nicht. Interessant. Ich kann halt hier jetzt auch nicht offenen Feldes in den River gehen. Wenn ich weiß, dass der Skarner botseitig im Jungle war. Das kann ich nicht machen. Aber soweit es geht, farmen wir hier erstmal die Minions. Die XP brauche ich halt gerade nicht wirklich. Ich brauche auch nicht unbedingt... den muss ich so nehmen. Ich brauche auch nicht unbedingt das Gold. Das ist alles ein bisschen gerade doof, dass der Lucian hier weggeht. Das passiert halt dadurch. Wir haben halt überhaupt keine Pressure mehr. Durch dieses Play im Endeffekt. So, und jetzt können wir rausgehen. Ja, dive uns ruhig. Kannst du probieren. Ist nur in den meisten Fällen nicht so gesund, Kamel. Dieser Draven. Ich sag's euch, dieser Draven, der ist echt nicht so gut unterwegs. Gut. Heißt, Heimerdinger hat jetzt oben den Free Push. Und damit kriegen wir natürlich noch mehr Vorteile raus. Einfach dadurch, dass wir auf der Botlane so wunderbar funktionieren. Oh, Mitte ist auch gefeedet. Aber wie gesagt, deswegen habe ich auch den Rakan genommen, damit ich das später unterbinden kann. Ich habe da keine Sorge, dass die Zoe in irgendeiner Art und Weise mir gefährlich werden könnte. Wir haben jetzt halt erstmal den Turm hier. Wie sieht es da oben aus? Nicht so gut, aber gut, kriegen wir auch. Herald wurde gemacht. Da passieren einfach zu viele Freiheiten noch für die Gegner. Also wirklich das ganze clean runterspielen wird schwierig. Ich werde vermutlich hier auf die Mobi Boots gehen, damit ich halt meine Power noch ein klein bisschen schneller durch die Gegend tragen kann. Ja, das habe ich befürchtet. If Zaya says someone has to die, they die. And they deserved it. Und damit dann den Swap. Wir swappen jetzt hier. Sollte natürlich hier relativ easy sein. Das ist, finde ich, momentan auch einer der kritischsten Punkte, die man im Spiel haben kann. Das Swap an sich. Denn der Swap an sich wird von vielen Leuten aktuell falsch gespielt, habe ich das Gefühl. Das ist einfach... Das wird halt einfach immer wieder nicht respektiert, in welcher Art und Weise man... Warum ist der jetzt nicht runtergegangen? Oh Mann, das ist es eben. Heimer ist jetzt hochtipiert, ohne richtigen Grund. Na, einfach nur die Aussicht auf den Kill auf die Camille. Das war wahrscheinlich der Grund, weswegen er hochgegangen ist. Und das sollte halt echt nicht sein, weil das zerstört halt so viel Pressure, die man prinzipiell haben kann. So, den nehmen wir mal. Jetzt ist der Draven unten auf der Lane und kann da machen, was er will. Seht ihr, das finde ich halt so schade. Das finde ich so schade. Okay. Ich habe schon mit dem Gedanken gespielt, zu flashen. Aber auf der anderen Seite wäre es dann wieder so gewesen, na... Wie viel Leben hat die? Die hat halbes Leben. Boah, will ich das spielen oder will ich das nicht spielen? Das tut weh, aber es tut nicht so weh, wie ich denke. So, sie ist hier hin. Das ist natürlich jetzt eine gefährliche Position. Da oben. Gut. Ich hätte den Kill jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber mit einer, was steht's, 5-1, also 5-0 zu dem Zeitpunkt, Zoe, möchte ich echt keine Risiken eingehen. Ich hoffe, das kann man hier nachvollziehen.
Und wir sind jetzt auf unserem Staircase. Das ist jetzt schon mal fertig. Das ist sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Ich hoffe, dass ich mit diesem Lucian noch weiter arbeiten kann. Theoretischerweise sollte natürlich jetzt wieder entweder Yasuo oder Heimerdinger sollten auf eine Sideline gehen, aber dadurch, dass der Heimerdinger hier jetzt auch seinen Push durchgekriegt hat und Kommandobanner, das ich übrigens danach auch noch bauen werde, ist eigentlich alles wieder okay. Chip. So. Wir haben hier Camille und Pike, die sich Richtung Mitte bewegen. Dann kann man sich zunächst hier den Kollegen hier gönnen. Aha. Und danach den Ward entfernen. So, vielleicht auch gleich noch in die Mitte gehen. Da spricht theoretischerweise nichts dagegen. Der ist halt jetzt leider weg. In der Theorie. Wir müssen da noch drin bleiben, noch ein bisschen drin bleiben. Jetzt können wir erstmal hier rüber gehen. Und da noch das letzte Schild rüber. Ich bin da jetzt gerade sehr dumm reingelaufen, in Anführungsstrichen. Aber es war auch nicht nötig, das Ganze anders zu spielen. Ich musste in gewisser Art und Weise gucken, dass ich an die Zoe leicht rankomme. Oder sicher rankomme. Und dadurch, dass ich da reinlaufe und diesen Faktor hatte, konnte ich danach das so einfach spielen, dass ich sage, okay, mit meinem Slowfeld arbeite ich jetzt. Ich war überhaupt nicht im Fokus. Und das ist manchmal seltsam. Das muss man tatsächlich irgendwann spüren, wann man gefokust wird und wann nicht. Und hier war ich halt in keinster Weise in Bedrängen. Na, ist klar. So, jetzt können wir uns hier mit dem Lucian connecten. Er ist ja unser eigentlicher Hauptcarry. Im Moment war halt nur die Evelyn da. Und dann nimmt man halt was Übriges. Danke. Auch nicht mein Plan. Ich nehme momentan viel zu viele Sachen, die eigentlich nicht in meiner Zuständigkeit liegen. Gut. Als nächstes dann das Banner. Das Traurige ist halt jetzt, dass das Banner schon den Hotfix... Und nee, der Hotfix war es nicht. Den Nerf erhalten hat, dass keine Cooldown Reduction mehr drauf ist. Das tat dem Rakan sehr gut. Ist halt jetzt nicht mehr drauf. Oh mein Gott, dann ist es halt so. Ich werde es trotzdem bauen, da es noch ein sehr starkes Item ist. Denn mit dem nächsten Patch, beziehungsweise aktuell tatsächlich schon auf dem PBE, ist das Item entfernt worden, da es aktuell nicht wirklich zu balancen ist. Da haben wir einfach das Problem, das Banner, das ist immer irgendwie zu stark, wenn es zu häufig gekauft wird. Und wenn man es zu stark nerft, was Riot ab und an versucht hat, so an den einen oder anderen Werten geschraubt oder hier oder da oder dort, dann ist es halt einfach... Ja... Ah, ah, ah. Wir bleiben da dran. Und du kommst da auch nicht mehr raus. Dann hat man, wenn man es halt zu stark nervt, dann ist es zu schwach für die einzelne Person. Und wenn man es dann wieder akzeptabel macht, dann ist es halt in der Masse zu stark. Und genau das erleben wir hier halt. Gut. Das war nicht mehr mein Plan, dass ich da drauf gehe. Oh, da muss ich rüberspringen. Das ist übrigens das Schöne auch an einem Rakan gegen eine Zoe. Man kann sowas super easy machen. Den Bubble abfangen und dann weggehen. So, Control-Bot hier rüberlegen. Wieder meine Refillable Potion auf die 2. Ist für mich halt einfach der Potionplatz. Und wieder weg. Autsch. Na, Lucian, es wäre schön, wenn du mir so ein kleines bisschen entgegenkommen könntest. Danke. Da, ich finde das super. Mein ADC kommt mir zu Hilfe. So, da la. Oh, oh. Ne, nicht overextenden. Das war ein tödlicher Double Kill. Ich meine, ich habe die Zoe auch bekommen. Ne, Evelyn hat sie bekommen durch den... Durch den Ignite. Okay, sie hat schon wieder genug hochgeheilt. Das war close. Close, close. Hm, ich habe jetzt leider tatsächlich so ein bisschen nicht genug Gold, dass ich... Ja, das Commander-Banner kaufe. Ich könnte zwar jetzt hier die Refillable verkaufen, dann sind es noch 40 Gold. Also ich werde es abwarten. Ja, das sind dann nur noch 30 Gold, wenn ich wieder lebe. Das ist verkraftbar. Nachdem ich jetzt das Banner botseitig gesetzt habe, kann ich praktisch wieder Richtung Mitte gehen. Und zusammen mit den Lucian Pressuren.
Es ist jetzt nicht unbedingt erforderlich. Das wird ne. Obwohl, das wird schon noch klappen. Es ist nicht unbedingt erforderlich, dass wir super viel Pressure machen. Aber dass wir zumindest hier sind, ist wichtig. Da haben wir doch ein bisschen was, ne? Da haben wir doch ein bisschen was. Nein, haben wir nicht. Ich möchte halt hier nicht diven. Es sind 3 bis 4 Leute hier in der näheren Umgebung. Das lohnt sich nicht. Und prinzipiell sollte man auch nicht mit... Also direkt auf die Lane laufen, wo das Banner ist. Das Banner ist für den Split-Push da. Das Banner ist dafür da, dass man den Gegnern irgendwie Beschäftigung verschafft. Und nicht, dass man so gegroupt dann rumläuft. Das ist halt irgendwie der falsche Weg. Es hat trotzdem gerade so ein bisschen seinen Sinn. Ich möchte übrigens hier nicht diven. Nichts lege mir ferner, als hier einen Dive anzusetzen. Da ist noch das Kommando, das ist die Zero Portal. Das ist natürlich auch schön. Zap, zap. Und wenn er gedacht hat, dass er hier... Ich möchte da raus. Dass der Pike mich praktisch in die Gegner ziehen kann und damit dann das Ganze hier besiegelt, hat er sich halt ein bisschen getäuscht. Das ist das Schöne, Rakan Pike. Wenn man es richtig spielt, dann kann man halt mit seinem Engage spielen. Das ist immer nett. So. Illusion macht sein Ding. Das ist auch cool. Zup, zup. Und der stirbt. Wunderbar. Also, ich muss sagen, hier merkt man, dass die Botlane immer noch einen sehr großen Impact haben kann, wenn das Ganze passt. Gut, man muss halt, wie gesagt, auch ein bisschen bedenken, dieser Draven, der war interessant. Sehr, sehr, sehr interessant. Sieht man eigentlich Cooldowns hier? Nee, sieht man nicht. Sehr schön gewesen, den Banner-Cooldown von Heimat zu sehen. Item-Cooldowns sieht man noch nicht. Das ist ein bisschen traurig. Das ist ein bisschen traurig. Ich muss mit der W jetzt hier raus. Ich kann mir nicht leisten, in der Situation, in der W mein letzter Escape ist, das Ganze offensiv zu nutzen. Das wäre auch wirklich zu viel gerade verlangt. So, kriegst du ein Schild. Nutzen wir das Ganze hier mit dem Push. Kriegst du das zweite Schild und gut ist. Schilde optimalst genutzt. Und dann geht's hier ran. Den letzten Turm einreißen. Sein Kommandobanner hat noch etwa 60 Sekunden. Tja. Ich würde mal sagen, der Split-Push gibt uns hier tatsächlich recht, auch wenn jetzt nur Heimer und ich mit dem Banner jeweils gearbeitet haben, das ist genau der Faktor. Es ist unter Umständen zu stark, wenn zu viele Leute es haben. Wir haben sowieso jetzt einen guten Snowball gegen die Gegner fahren können. Die Zoe hat mir kurzzeitig Sorgen gemacht, bis sie halt hier oben uns dann ihren Shutdown gegeben hat. Das war ganz nett. Ab da macht man sich keine Sorgen mehr. Gut, wie gesagt, wir müssen noch ein klein bisschen nachladen. Das war jetzt das erste Spiel auf Platin 2 Richtung Platin 1. Schauen wir mal, wie viele Punkte wir gerade kriegen. Dann können wir so ein bisschen eruieren, wie viele Spieler es denn gesamt werden. Nun gut, immerhin noch 26 Punkte. Das heißt, alles in allem dürften das jetzt halt hier 4 Spiele Richtung Promo sein. Und dann nochmal 2 Spiele in der Promo, damit wir hier mit Marco auf dem gleichen Stand sind. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss, gewiss.